Sulfur, Schwefel. Was kannst du dir unbewusst nicht vergeben? Tja, eine gute Frage. Wenn sie unbewusst ist, können wir die jetzt nicht so schnell beantworten. Versuchen wir uns aber mit Sulfur ein wenig auseinanderzusetzen und vielleicht kommen wir da schon auf eine Fährte. Bei Sulfur sind wir im dysbalancierten Zustand, den ich hier in diesen Seelenhomöopathen-Karten betrachte, in einen Widerstreit. Also wir gucken uns den unerlösten Zustand an. Das heißt, wir sind in einem Widerstreit mit dem eigenen Ich. Ja? Das Ich ist jetzt eine große Geschichte. Das heißt, es kann sich in dem Ich zum Beispiel um eine Körperthematik handeln, ja, dass man irgendwo in einem Widerstreit mit dem eigenen Körper ist und da ja, Schwierigkeiten, Selbstbewusstseinsschwierigkeiten mit dem eigenen Körper hat. Oder aber auch, dass es sich um Emotionen handelt, die man sich, wie die Anfangsfrage lautet, vielleicht nicht vergeben kann, dass man ihnen gelegentlich begegnet oder ihnen mal in einer ganz brisanten Situation begegnet ist, dass man sagt, das möchte ich, dass mir das nie wieder passiert und dann im Zuge des Lebens so alle möglichen Blitzlichter ähnlich sind, also ähnlich der Ausgangssituation oder noch besser gesagt ähnlich den Gefühlen in der Ausgangssituation ähnlich sind, dass man diese ähnlichen Situationen nimmt, um in diesen Streit zu kommen und an dieser Stelle quasi kämpft um das eigene Ich wie damals in der alten Situation. Nun sind das häufig unbewusste Vorgänge, aber dafür hilft es ja, dass man sich eben bewusst damit auseinandersetzt und versucht, eben diesen Sulfurzustand, den Dysbalancierten, in ein eigenes Thema, was gerade anlegt, weswegen man vielleicht auch auf so ein Video klickt oder so, dass man versucht, das zu übertragen. Ja? Also einfach zu gucken, wie passt die Schablone da rein, wie kann es eine Berührung geben. Berührung funktioniert über Resonanz mit den seelenhomöopathischen Karten sehr leicht. Also man merkt ja, ob man berührt ist oder nicht. Ja, bei Sulfur kann das Ganze schon ein bisschen ärgerlich sein. Ja, das heißt, es geht ja um einen Widerstreit mit sich selber. Und da sind wir auf jeden Fall in dem Thema Grenze. Also wo ist die Grenze meines Ichs, ja, meines eventuell Körpers, dieses Gefühls oder um jetzt den Bereich noch ein bisschen größer zu machen, eben auch in einem Projekt, also einem Arbeitsprojekt, was ich geschäftlich habe oder auch mit Freunden oder einfach ein Thema, was mich gerade sehr bewegt. Ja, in jedem Thema versuchen wir, unsere Position zu finden, um dann, wenn wir sie gefunden haben, selbstbewusst damit umzugehen und sie auch nach außen zu vertreten. So, erstmal ist das ein ganz normaler Vorgang, das dauert ein paar Sekunden, man hat sich platziert, zack, fertig. Ja. Aber in einem Konflikt, in einem schwierigen Problem ist es tatsächlich so, dass diese Position des eigenen Ichs nicht so ganz klar ist. Ja, und in dem Kontakt mit der Außenwelt wird bemerkt, dass die Position des eigenen Ichs nicht ganz klar ist. Jetzt ist die Frage, was ist dieses Gegenüber und wo ist da die Grenze? Ja? Das heißt, der Sulfurzustand, der Dysbalancierte, hat eine Sehnsucht nach Ordnung und Sauberkeit, nach dem Gefühl, das bin ich, das sind meine Konturen, so ist es, die Welt soll sich um mich herum verhalten. Das wäre sehr schön. Aber es ist so, man ist an diesem Punkt nicht, in diesem Moment. Und man ist eben in einer Auseinandersetzung. Und man hasst im Prinzip diese Sehnsucht danach. Und versucht, das ist jetzt der dysbalancierte Zustand. Das heißt, man geht so ein bisschen auf Anti, also auf das Gegenteil und sagt, das, also die Grenze, also zum Beispiel mein Körper oder dieses Gefühl, ist mir gar nicht wichtig. Und
verhält sich quasi in einer Kompensation und macht das Gegenteil. Das hasst man allerdings genauso, weil das, was die Diskrepanz dieser Bereiche von einerseits Sehnsucht und andererseits das schöpferische Chaos, was daraus entsteht, ja, in dieser Diskrepanz muss das eigentliche Ich mit seinen Grenzen und seinen Konturen zu finden sein. Und na, das nervt, kann man eigentlich nur sagen. Ja? Also Sulfur und das in der Disbalance ist wirklich ein nerviger Zustand. Und ich denke, das Bild mit der Kuh in dem Müllhaufen ist sehr exemplarisch, wo man sich so dran abarbeitet, um an die eigene Nahrung für das Ich zu kommen. Also das schafft man so. Also man könnte sagen, also besser wäre noch das Bild, nebendran ist eine grüne Wiese und da ist der Müllberg, aber man geht direkt in den Müllberg. Der hat jetzt noch ein paar andere Komponenten auf unserer Erde, ja. Aber man geht genau dahin, weil so fühlt es sich halt an. Ja, und bis ich da ans grüne Gras komme und da mal wieder Gras drüber gewachsen ist, wird ein wenig Zeit vergehen. Ja? Und das ist ein Teil dieser Diskrepanz, dieses Nervs, dass das auch so eine, dass so klar ist, dass man kriegt es eben nicht schnell hin. Und dann ist es so, dass wir uns als Menschen, also das ist eine reine mechanische Geschichte auch, dass wir uns als Menschen mehr in die Disbalance bewegen, als wir eigentlich wollen. Also das Ziel ist da hinten. Also es gibt ein Ziel, ja, und ich gehe aber mehr in die Disbalance. Ja. Mechanisch ist es zum Beispiel so, jemand hat Rückenschmerzen, ja, und muss ein bisschen gekrümmt gehen. Es ist so, es ist viel leichter, sich noch ein bisschen mehr in die Krümmung zu begeben, als jetzt nach hinten, da wo es eben nicht geht. Das heißt, da geht nicht. Das heißt, man kann immer mehr in die Disbalance gehen, als in die eigentliche gewünschte Aufrichtung und Freiheit. Ja, das ist mechanisch auch in unseren Gelenken so. Ja, und emotional ist das auch so. Zum Beispiel, vielleicht ein beliebtes Beispiel, unaufgeräumter Schreibtisch oder unaufgeräumte Küche oder unaufgeräumtes irgendwas. Ja, das passt jetzt mehr zu diesem Müllberg. Ja, es ist viel leichter, da noch einen Stapel hinzustellen und zu machen. Also, leicht ist relativ. Für einen Teil des Ichs in diesem undisbalancierten Zustand ist das überhaupt nicht leicht. Das ist schwierig, das so zu sehen. Ja, aber es ist eben trotzdem an einer bestimmten Ebene des Handelns leichter, dieses Chaos noch auszuweiten, anstatt Ordnung und Sauberkeit. Also Ordnung da drin zu schaffen oder Sauberkeit, muss man gucken, nach, je nach Thema, worum es denn da geht. Aber dass eben die Konturen, so wie man das gerne hätte, wieder so sind. Ja? Und diese Sehnsucht danach, da ist eben ein Widerstreit. Und man könnte sagen, es gibt so einen Teil, der sagt, ich weiß, wie ich bin. Das ist alles ganz leicht und ordentlich. Und ich finde alles und ich, ja, ich weiß, wer ich bin und kann antworten und so. Und es gibt einen anderen Teil und das geht mir sowas von auf den Senkel, diese Ordnung. Und ich schmeiße extra hin, ja. Und im Prinzip könnte man sagen, diese beiden reden so miteinander. Und das Reden ist auch nicht sehr freundlich, sondern es entsteht durchaus eine sehr wütende Situation, eine entzündliche Situation, wie man das auf einer Körperebene sagen könnte. Also eine chronische Entzündung kann auch so in Emotionen stattfinden. Ja, so, kennt ihr das so chronisch, chronisch wütend gereizt auf so ein bestimmtes Thema? Da reicht manchmal so ein Wort oder so eine kleine Frage von jemandem, also Schatz, du wolltest doch. Oh. Man weiß schon, worum es geht. Und die Reaktion ist quasi schneller als man selbst, beziehungsweise schneller als man selbst in Bezug auf diese Auseinandersetzung ist hier noch gar nicht ausgefochten, sondern es ist eben dieser Teil der Sehnsucht, der so sagt, ist ja nur eine Sehnsucht,
bang, ich bin stärker, ja, ich arbeite hier mit Adrenalin und Noradrenalin, ich bin einfach schnell eine Ausschüttung, ich mache hier ein bisschen Stress und Zoff und Ärger, ja, und das, da müllt sich etwas zu, ja, auf einer Körperebene finden wir da sehr leicht, ja, Wunden an der Grenze des Körpers, das heißt auf der Haut. Und das können streitentzündliche Wunden sein an dieser Grenze. Das heißt, es wird rot, es wird geschwollen, es tut weh, es kann jucken, es kann schmerzen, es kann bei Sulfur auch richtig siffen. Ja, das können wir aber auch immer übertragen, eben in emotionale Debatten mit wem auch immer. Ja, das sind so die ähnlichen Worte. Ne? Man sagt, oh, das ist chronisch, das sifft schon, wenn man nur das Telefon klingeln hört. Und dann geht man benutzt im Prinzip den Kontakt mit einer Außenwelt, jetzt in diesem emotionalen Beispiel, man nutzt den Kontakt mit der Außenwelt für die eigene Auseinandersetzung, um sich zu positionieren. Ja, das läuft manchmal nicht so ganz glücklich. Das heißt, es landet eben in diesem chaotischen und gewollt auch übertriebenen chaotischen. Ja, so von jetzt mache ich es extra noch mal ein bisschen kaputt. Ja, ist schwierig. Also ich schmeiße ja da noch mal ein paar Becher hin. Und das eigentliche Herzgefühl ist nicht zufrieden. Ja? Aber das andere ist eben der Kämpfer, der sagt, ich muss erstmal drüber gehen über diese Grenze. Schwierige Geschichte. Ja? Und jetzt ist es so, dass es grundsätzlich um eine Auseinandersetzung, kann man sagen, zwischen Disziplinordnung und Sauberkeit geht und eine Art Verantwortungslosigkeit. Was heißt hier Verantwortungslosigkeit? Verantwortungslosigkeit ist auf eine lustige Art und Weise sehr eng verbunden mit dieser Ausgangsfrage, mit diesem Begriff, was kannst du dir nicht vergeben? Also wo fühlst du dich schuldig? Also im eigenen Handeln schuldig? Aber man kann es sich eben nicht vergeben und sagen, ja, das war die Situation, das ist ein Teil meines Ichs, sondern man sagt so, nee, du gehörst nicht dazu. Ja? Das Gefühl, das ist jetzt an meiner Tafelrunde nicht erwünscht. Jetzt ist die Frage, ja, wer sagt das auch? Also dieses Gefühl kann nicht teilhaben in meinem Ich, weil dann kann dieses Ich nicht sein, wie ich sein will. Ja, nun ist das Problem, es ist ja gelebt, es ist ja ein Teil des Ichs, also es ist ja quasi schon ein Versuch der psychologischen Hightech-Dissoziation, wird auch nicht funktionieren, sonst gäbe es auch keinen Ärger, ja, sonst werdet ja alle check. Ja, gibt es verschiedene Grenzen. Manchmal kommt sowas dann auch plötzlich hoch, ja, und da ist so ein Körper mit so einem Hautausschlag auch ein sehr gutes Symbol, aber eben auch eine emotionale, chronifizierte Situation, ob jetzt in einem Projekt oder einem menschlichen Miteinander, wie auch immer. Ja? Und das kann man auch in sich, ja, es kann ja auch ein Projekt sein, was man mit sich hat. Das muss ja gar nicht immer nur die Außenwelt sein. Zur Not kriegen wir das ja auch sehr gut alleine hin. Ja? Und da ist auf jeden Fall diese Verantwortungslosigkeit mit dem, also im Widerstreit mit einer sehr, sehr großen Disziplin, einer sehr gehobenen Meinung, ja, oder einem Bild, was man so von sich hat. Und ja, das würde funktionieren, wenn die anderen nicht wären. Dafür ist die Außenwelt immer ganz gut, wo so klar ist, ich wäre ja super, wenn die anderen mich nicht blöd finden würden an dieser Stelle. Ja, und das geht eben auch in diesen Innenbereichen. Ja, ich wäre ja super,
wenn die anderen mir nicht sagen würden, ich wäre so, na, und dann bin ich erst recht erstmal so, ja. Also dann, ne, also dann muss ich mich ja verteidigen oder so, ja. Dann muss man sagen, so, ja, das ist jetzt ja mal ein Wert. Und das ist wirklich schwierig und das hängt auf einer bestimmten Art und Weise mit dem Thema Schuld zusammen, also mit einer unbewussten Schuld für eine Situation, die man sich eben nicht vergeben kann. Ja, da sind Gefühle, ja, sagen wir mal, Scham. Scham ist ein super Gefühl. Scham und auch Ekel, das passt so ein bisschen zu diesen siffenden, chronischen, juckenden Wunden und es passt auch so zu diesem Müll und zu dem Chaos, ja, dass da so eine, also zumindest von diesem Teil auch eine gewisse Art Ekel empfunden wird über dieses Verhalten, über diese Art von Körper, über diese Art von Gedanke, ja, und das ist halt eine sehr, ja, man kann sagen, eine tiefe Verletzung. Und die Frage ist halt auch, wo gehört sie hin? Also das ist bei Sulfur, sie gehört, diese Karte gehört wieder zu den, also das Mineral, Schwefel gehört in der Sortierung der Seelenhomöopathie ins männliche Ahnenfeld. Also das heißt, es ist eine Schwächung der eigenen inneren Führungskraft, die wir hier betrachten. Ja, also ein, ja, im positiven Sinne eine Aufgabe für den Helden, diesen Teil zu bewältigen. Ja, ist ja alles irgendwo auch eine Aufgabe. Und Ekel ist sehr schwierig, weil es eine Situation symbolisiert, wo klar ist, die Grenze von dem eigenen Ich ist nicht an der eigentlichen eigenen Grenze zu fühlen, sondern es ist was drüber gegangen. Und dieses Auseinandersetzen von dem Fühlen ist in diesem Miteinander, also in einem Kampf. Also man könnte sagen, das Bewusstsein hängt in diesem Kampf eines Verwobenen. Das heißt, man kommt gar nicht an die Kontur, wo man realistisch miteinander reden kann. Ja, ob jetzt mit sich selbst oder in einem anderen Zusammenhang. Ja, man kommt nicht an diesen Punkt dieser eigenen Darstellung. Ja, wenn man diesen Punkt, diese eigenen Darstellung hat, ist die Kontur bereits da. Ja, aber das ist, denke ich, ein sehr hilfreiches Bild, dass klar ist, dieser Widerstreit der Ich-Findung ist schon hier. Und genau dieses Hier, also dem, ja, in der Kampfkunst, wenn du deinen Raum aufgibst, ist der andere einfach schon drin. Also in dem Bereich deiner Handlungsfähigkeit, wo du handeln könntest und eben auch eine elegante Technik draus machen könntest, muss gar kein Streit draus werden. Kann man ja ausweichen, kann man was machen draus. Ja, aber diese Kunstfertigkeit ist, wenn wir einen bestimmten Raum unseres Ichs aufgegeben haben, erstmal nicht mehr möglich. Ja, und das ist ja in der nächsten Situation wieder möglich. Das Problem ist, wenn wir so hadern mit dieser anderen Stimme, ja, dann hängt das da so rum und in dem Moment, wo etwas Ähnliches kommt und wo klar ist, kann ich das ja jetzt machen, kann ich jetzt 5-mal gut machen, ja, dann habe ich 5 gute positive Beispiele, an die hänge ich mich auf, also hänge ich mich dran, ja, aber eventuell, da kommt jetzt das Aufhängende, hänge ich mich in dieser alten Situation wieder auf und handle ein bisschen absurd. So, als hätte ich schon verloren. Auch das Gegenüber denkt so, ja, ich habe dich, nehmen wir so einen ganz banalen Streit, wo man sagt so, es war nur eine Frage. Ich wollte eigentlich nur wissen, was du willst und wollte dich mit der Frage nicht gleich verletzen. Es wollte ja nur eine Auseinandersetzung. Wieso bist du schon von der Frage verletzt? Das ist so eine Alltagssituation, die ist vielleicht bekannt. Ja, und das ist ein echtes Dilemma, also für beide ein Dilemma, weil man kommt eben nicht an diesen Punkt der sinnvollen Auseinandersetzung, jetzt sag doch mal, was du willst und dann sag auch ich, was ich will oder ich sag ja nur das, was ich will, jetzt sag doch mal, was du willst und dann ist schon so, allein, dass du mich fragst, das setzt mich schon unter Druck, ja, allein, also das ist überhaupt nicht meine Zeit, das ist auch überhaupt nicht mein Thema, obwohl klar ist, ja,
Also da ist eben diese Diskrepanz und diesen, der, also der, der Müllhaufen, die Entzündlichkeit, die, dieser Punkt sinnvoll zu verhandeln, ist drüber. Er ist drüber, er ist verhakt und im Sinne der Ahnenmedizin ist das schon sehr, sehr, sehr viel früher verhakt. Ja, also das heißt, wir können suchen im männlichen Ahnenfeld, wir können suchen überhaupt nach Resonanz, ja, also wo dieses Prinzip innere Führungskraft irgendwann mal wirklich ziemlich doll nachgeben musste. Ja? Und das kann schon lange Wiederholungen haben in so Themen wie Schulhofmobbing oder so. Ja, oder eben auch, dass man ja so ein bisschen so das eigene Ich auf einer bestimmten Art und Weise in einem Umfeld eben nicht darstellen konnte. Das kann sehr vielfältig sein, ja, dass es zum Beispiel eine bestimmte Zeit, einen gesellschaftlichen Rahmen, eine Politik gibt, wo klar ist, das gehört sich nicht. Ja, und in diesem, das gehört sich nicht, ist aber dieses eigene Ich vielleicht auch ganz liebevoll und präsent. Und wäre es jetzt eine ganz andere Gesellschaft oder eine ganz andere Zeit, auch was sehr, sehr Gutes, gibt es da zum Beispiel eine Diskrepanz. Ja, so nehmen wir was Banales, was im natürlich überhaupt nicht banal ist, wenn es in dem eigenen Erleben ist. Es sind so, wenn man so an diese dollen Brillen von früher denkt und dass Kinder so verlacht wurden, weil sie eine Brille tragen mussten. Also man konnte nicht so teilnehmen, man war ohne diese Brille wirklich handlungsunfähig und man hatte auch hier schon so eine Schicht und die hat man bestimmt nicht als irgendwie, na, das ist meine Brille und mit der gehe ich an und sehe ein bisschen klug aus, ne? Oder nehme sie als Design oder nehme mir nur eine Brille, auch obwohl ich sie gar nicht brauche, also als Modeaccessoire, da gibt es ja heutzutage viele Möglichkeiten, sondern da wird diese Brille schon auch als Müllhaufen empfunden. Ja? Man ist vom Leben genötigt, das zu tragen, weil man sonst gar nichts sehen kann. Ja? Man kann nicht ohne diese Brille in die Schule gehen und irgendwas lernen. Was man lernt, ist aber ja, ein anderer Punkt. Und über den ist man ja, verzweifelt, wütend. Also wenn man daran erinnert wird, kommt man an diese eigene Grenze. Ja? Man kann ja gar nicht an diese Gefühle kommen zu sagen, wo wäre meine Grenze? Meine Grenze wäre, dass ich klar sehen kann und auch klar äußern kann, was ist. Das kann ich aber nicht, weil ich verletzt bin, ja, weil ich schon vielleicht mit einer Schwierigkeit so auf die Welt gekommen bin oder eben sehr früh damit konfrontiert wurde, dass ich da nicht sehen konnte. Ja, das passiert. Das ist, ich sag mal, heutzutage nicht mehr so schwierig, aber auch hier Vorsicht. Man muss immer schauen, dass das Problem eines Einzelnen ist eben dieses Problem, was das eben Aktuelle und das Eigentliche und das Richtige ist. Und da kann man Leid einfach nicht vergleichen. Das ist grundsätzlich Murks. Jeder hat in seinem Leid seine 100%, selbst wenn wir das außenpolitisch jetzt vielleicht staffeln könnten. Aber in dem menschlichen Empfinden, an dem Arbeiten, an der eigenen Grenze, ist man halt dran. Ne? Und genau das wollen wir jetzt, dieses da, wo man eben selber gerade dran ist, das wollen wir in diesem Sulfur-Zustand betrachten. Ja? Und ja, wie gesagt, also Ekel und Scham sind garantiert ein Teil eines Schuldgefühls, was mit einer gewissen Verantwortungslosigkeit einhergeht. Aber Verantwortungslosigkeit ist gar nicht so sehr muss gar nicht so sehr im eigenen Ding sein. Aber wenn die eigene Grenze dazu verloren gegangen ist, also nehmen wir jetzt mal jede Art von Missbrauch oder über die Grenzen gehen. Also auch die Brille war ein über die Grenzen gehen des Kindes, was einfach nur gucken wollte. Ne? Aber da kann jetzt auch keiner was für. Es ist ja eigentlich ein verantwortliches Handeln, dann einem Kind eine ordentliche Brille zu geben. Wenn es nur diese gibt, ist es halt das, was es gibt. Ist A
aber mit dem eigenen Ich werden eben nicht unbedingt kompatibel. Also wirklich weiter Bereich von diesem Bereich in die eigene Grenze gehen, fällt aber eben auch jede Art von Missbrauch hinein. Dass da ein Ekel ist, eben vor sich selbst, vor dem eigenen Körper, vor dem eigenen Gefühl, dass man in einer Situation war, in dem man das eigene Ich nicht so darstellen konnte, wie man wollte. Ja. Und Sulfur, also Schwefel als Ursubstanz wissen wir, hat ja auch antientzündliche Eigenschaften. Ja? Das heißt also, in jedem dieser Stoffe, die wir hier in dieser Reihe betrachten, steckt ja auch der erlöste Zustand. Ja? Dass man es eben schafft, aus diesem Verhaken an diese Grenze, im Hier und Jetzt, in den eigenen Grenzen, in diesem eigenen Körper Platz zu nehmen, ja, und wenn wir nochmal in Bezug auf dieses Bild von der Kuh im Müll nehmen, also da nochmal kurz hingehen, dann ist das ja etwas Globales, ja, auch da ist es so, dass unsere Erde ja einen Gesamtkörper von uns, eine Gesamtgrenze von uns, unsere Gemeinschaft hier als Menschen und Tieren hier in auf diesem Planeten darstellt, wo die Frage ist, was machen wir da eigentlich? Ja, obwohl da inzwischen schon einiges Bewusstsein für diese Mülldebatte und das Klima existiert, machen wir einfach immer noch weiter. Also an diesem Punkt, so stelle ich mir gemeinschaftlich friedliches, paradiesisches Leben vor. Da gibt es noch ein bisschen Arbeit, weil es eben viele Bereiche gibt, die da ganz anders agieren. Und vielleicht ist es eine Möglichkeit, eben diese Auseinandersetzung mit diesen stofflichen Dingen, die hier übrigens genauso existieren auf dieser Erde wie wir. Also warum sollte ich mich jetzt erheben über dieses Wesen von Schwefel, ja? Also ich denke, die Frage ist, du existierst, ich existiere, wo ist die Auseinandersetzung für uns? Und da bringt uns Schwefel an diese Frage so, und was kannst du dir eigentlich nicht vergeben? Ja, damit ist er halt, ist Schwefel halt so ein Geselle, der uns da eine Aufgabe und eine Herausforderung setzt und uns tief ins Innere unserer Verwundbarkeit leitet, ja, also auch in diese Bereiche von Ekel hinein, aber eben auch erinnert an die Verantwortung, dieses wir müssen erst in die Disbalance zurück, um uns unser Ich, wo es sich hin verzogen hat, zu finden, um es dann auch wieder auszuweiten an die Grenze. Und zwar nicht in einem Drüber, also in einem draufhau drüber geh von jetzt hau ich drauf, was ich damals nicht wollte, sondern in einer adäquaten Situation. Ja, und die Entzündlichkeit ist schon das drüber. Also das kriegen wir ja mit. Also da, wo wir entzündlich reagieren, ist klar, was hast du da jetzt so reagiert? Ja, das ist schon was anderes, wie wenn so eine Katze eben mal Bang macht und sagt, ja, das war's. Also das macht die quasi, ohne sich doppelt zu entzünden. Ja, die haut halt mal kurz drauf, weil da einfach die Grenze war. Was soll's? Ja, das ist so ein schönes Beispiel von den Katzen, wo man denkt, echt gechillt. Ja, aber, und das verletzt an einer bestimmten Stelle auch gar nicht, weil das einfach nur so eine Reaktion ist. Auf eine Art und Weise schon eine sehr gesunde Grenze von Emotionen und Verhalten. Ja. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Ich-Findung, in welchem Thema du auch gerade stecken magst.